Früh am Morgen treffen sich die 11 Schüler der 10. Klasse und ihre Lehrer vom Gnadental-Gymnasium am Hauptbahnhof in Ingolstadt. Die Zugnummer 1517 hätte nicht passender sein können. Ihr Ziel, die Lutherstadt Wittenberg, wo damals die Reformation begann. Dort begeben sich die Teilnehmer des wissenschaftlichen Seminars auf Spurensuche nach Martin Luther und Co. Mir ist es ganz wichtig, dass dieses Reformationsjubiläum nicht nur in Theorie durchgenommen wird, nicht nur in der Schule, im trockenen Klassenzimmer, sondern eben vor Ort. Dabei fällt mir Erich Kästner ein, der auch schon immer gesagt hat, also den Unterricht zum Lokaltermin zu machen. Und deswegen war es mir ganz wichtig, Luthers Stätten vor Ort zu erleben, zu sehen, zu fühlen, diesen Zeitgeist von damals. Deshalb ist die erste Station in Wittenberg die sogenannte Luthereiche. An diesem Ort hat Martin Luther die Bannandrohung des Papstes und Bücher des römischen Kirchenrechts verbrannt. Stadtführer Franz Bayer zeigt den Schülern die Schlosskirche. An der berühmten Pforte soll Luther seine 95 Thesen angeschlagen haben. Im Innern sind die Gräber von Martin Luther und Philipp Melanchthon zu sehen. Im Melanchthonhaus können sich die Schüler einen Eindruck vom Leben des zweiten wichtigen Reformators machen. Ich fand das Melanchthonhaus, wo wir jetzt ja gerade auch sind, sehr interessant. Da hat man sehr viel gesehen, sehr viel, also es gab auch Originalstücke. Mir hat am besten das Tor gefallen, an dem Luther wirklich seine Thesen damals angeschlagen hat. Und als zweites auch das Melanchthonhaus, weil man da wirklich mal gesehen hat, wie der Alltag von den Menschen war. Es war ganz toll, direkt so nah mit der Reformation zu sein. Bis jetzt war es ja eigentlich sehr theoretisch. Wir haben gelernt, ja, was ist da passiert. Aber so nah war ich bis jetzt noch nicht und das hat mich eigentlich schon ganz begeistert. Noch näher kommen die Schüler dem Thema in St. Marien, der Mutterkirche der Reformation. Der Reformationsaltar von Lukas Cranach zeigt das Bildprogramm des neuen evangelischen Glaubens. Für die evangelischen und katholischen Schüler aus Ingolstadt soll der Ausflug dennoch ein Beitrag zur Ökumene sein. Die beiden Fachschaften leben diese Ökumene insofern, weil wir sehr gut zusammenarbeiten. Und wir wissen ja längst, dass evangelisch und katholisch mehr oder weniger keine Gegensätze mehr sind, sondern sich ja, gegenseitig bedingen und ergänzen. Die damaligen Gegensätze werden am Lutherhaus deutlich. Hinter diesen Fenstern lebte der Reformator mit seiner Frau Katharina von Bora. Eine Statue erinnert an die ehemalige Nonne, mit der Luther 6 Kinder hatte. Hier unterrichtete er seine Studenten und verbreitete seine Lehre. Luther hat damals Missstände angeprangert, die nicht nur von der katholischen Kirche ausgingen, sondern das waren Missstände, die zeitlich bedingt waren. Und Missstände erleben wir heute in unserer Zeit eben auch. Und dazu ist es ganz wichtig, dass wir Christen, nicht nur Evangelische, sondern eben auch Katholiken und alle anderen christlichen Konfessionen zusammenhelfen, diese Probleme in der Welt anzugehen. Ihr Wissen über die Reformation testen die Schüler abschließend in einem Quiz. In den kommenden Jahren soll es am Gnadental-Gymnasium ebenfalls einen Ausflug nach Wittenberg geben, auch um Ökumene bewusst zu machen.